Guten Morgen, Freunde. Was geht bei mir? Geht auf jeden Fall wieder einiges. Ich habe noch hier einen Shaker am Start, der von alleine rührt. Voll nice, weil ich faul bin. Ist das gut für mich? Für mich geht es heute mit Stevie zu Flying Uwe, sein MMA-Debüt. Ich habe früher auch mal 2 Jahre MMA gemacht und hat echt Spaß gemacht. Nur wenn jetzt mal eine große Person, die man kennt in der Fitnessszene, einen Wettkampf hat, ein Profi-Debüt hat, warum kann man da nicht zugucken? Deswegen haben Steve und ich uns Karten gekauft und wollen heute nach Hamburg fahren, euch mitnehmen, Lifestyle, dies, das und natürlich erstmal vorher Training. Heute sind hintere Beine dran und untere Rücken und dann nehme ich euch natürlich auch mit. Ja, Mann, jetzt, wie gesagt, viel Spaß in diesem Video. Peace. So, bevor wir ins Training gehen, Climax 9 Gürtel geschickt, Camouflage in lila und auch hier einen neuen Hoodie, Edge Tech Hoodie, in XL natürlich alles, das hier ist die Hose davon und hier ist das T-Shirt davon. Muss Energy ballern, weil ich habe gestern nur 4 Stunden geschlafen, 4,5 Stunden geschlafen, weil ich jetzt lange gezockt habe. Kingdom Hearts hatte ich schon nach 30 Stunden durch, aber jetzt spiele ich nochmal Profi durch komplett. Und dann musst du nochmal auf leicht durchspielen, damit ich die letzten 2,5 Minuten Secret Ending sehen kann von Kingdom Hearts 3. Und ich habe auch mein WoW-Abo nicht mehr erweitert, läuft in 11 Tagen ab. Und ich denke mal, dass ich dann nach Kingdom Hearts 3 wieder anfangen werde zu zocken, weil ich dachte, ich werde länger brauchen wir Kingdom Hearts 3, aber ich habe nicht so lange gebraucht, weil das genau mein Spiel ist. Das habe ich auch voll drauf, das ist genau mein Ding. Training habe ich noch mal 20 Minuten intensiv Bauch trainiert.
Musste schnell machen alles, weil ich ein Pressetraining hatte um 12 Uhr, also musste mich beeilen. Hatte dann nochmal eine Stunde Pressetraining, wie gesagt, und habe jetzt nochmal gerade nach dem Pressetraining nochmal dazwischen einen Shake getrunken und danach dann da direkt nochmal 45 Minuten Cardio gemacht, bin mir jetzt nass. Jetzt gehe ich duschen, zieh mich an, dann geht's nach Hause, dann hole ich Stevie ab und dann geht's nach Hamburg zu Uwe, sein Wettkampf. Bin schon gespannt, aber vorher erstmal essen, mal schauen, was bei mir gibt. Also jetzt erstmal spontan auf jeden Fall erstmal Haferflocken mit Ray. Aber ich denke mal, in Hamburg werden wir auch noch irgendwas snacken. Ich hoffe, was Geiles. Mal sehen, was es gibt. So, Freunde, wir sind jetzt da. Stevie ist auch am Stissel. Kennt ihr ja, der Vielfraß von mir, der immer wieder viel isst. Du machst keine Idee, Digga. Du kannst das gar nicht, Digga. So, wir sind jetzt da in Hamburg angekommen. Wir haben jetzt noch eine Stunde Zeit. Wir gehen einfach snacken. Ja, Mann. Bis gleich. So, jetzt gucken wir hier ein bisschen Bundesliga. Falls ihr fragt, wen ich bin, ich bin gar kein Fußballfan mehr. Früher habe ich 15 Jahre intensiv Fußball gespielt, auch hoch, Landesliga, dies, das. Aber keine Ahnung, auch wo ich Fußball gespielt habe, war ich kein Fan davon. Nur ganz früher von Johnny Elber und Jeremy und so, war meine Mitte ganz früher, da war ich eh jung gewesen. Jetzt haben wir uns hier jetzt einen Burger geholt im Kebabhaus und ja, Mann, und dann gehen wir auch schon danach los zu den MMA-Fights. What the fuck? So, Freunde, wir sind jetzt drinne. Wir haben Reihe 3, Platz 36. Und so, und ich habe hier noch einen zu. Am Start. Salut, Freunde. Ah, was geht? Was denn? Ich bin hyped. Ja, Mann, ich hab auch mega Bock, Alter. Glaubst du, Uwe gewinnt? Ich hoffe. Ich hoffe es auf jeden Fall, Mann. Ich hoffe es auch. Mein Respekt hat er aber so oder so. Auf jeden Fall. Auch wenn er nicht gewinnt oder auf die, ist egal. Aber wenn man das schon macht, ist wie bei der Bühne. Ja, okay. Sowas ist halt alles Disziplin, harte Arbeit, Mann. Das noch krasser. Das ist beides krasser geworden. Das ist auch hartiger. Ja, aber das ist auch lieber männlicher. Das ist schon sehr besondere Competition. Und ja, ich bin gespannt, aber ich glaube, er packt das. Der hat ein gutes Mindset und der hat schon sehr hart trainiert. Und Fokus, Bruder. Fokus. Ja. Richtig. Er ist seit 17 Jahren im Kampfsport aktiv. Jetzt betritt er zum ersten Mal den Käfig. GMC 18, jetzt live. Es ist sein MMA-Debüt. Geh weg, ey. Hier ist der Sohn Hamburgs. Ob da. Uwe Fly. Uwe Schön. Geil, Mann. You both know the rules. Listen to my command. Protect yourself at all times. Make it a good match. Shake hands if you want. Step back to the corner. Da kann man gegenklatschen, ich glaube, es tut nicht weh. Ja, komm! Voller Karate-Kick. Ja, nice, Mann. Ja! Komm, Junge! Mach beide! Ja, Mann! Ja!
Nach 3:26 in Runde 1. Winner by TKO. Aus Hamburg, Uwe, Flying Uwe. Freunde, ich melde mich wieder. Es ist schon nächster Tag, hier ist schon 18 Uhr. Ich wollte noch was zu dem Tag von gestern sagen in Hamburg, von Flying Uwe, seinem Wettkampf und alles drum und dran. Erstmal riesen Respekt an dich, Uwe. Du hast da richtig draufgehauen, Mann. Das sah richtig nice aus, ganz richtig heftig. Gut kämpft man auf jeden Fall, Mann. Sitzt nach Kampfsporterfahrung, hat man die angemerkt und du hast ihn echt zerstört. Mega geil, sah mega gut aus. Allgemein die Veranstaltung war echt gut organisiert und zeitplanmäßig alles genau eingehalten. War echt, wie gesagt, mega nice. Kann ich nur empfehlen, echt mal GMC, also Germany MMA Championships zu gucken. Das ist wie UFC, nur halt in Deutschland. Kämpfe dies, das. Und ja, so ging früh nach zwei war ich dann fast zu Hause, hab dann von Marlina, ihre kleine Schwester, die ist 15, abgeholt von ihrer Party. Sie hat 15. oder 16. Geburtstag gefeiert oder so, bei Freunden. Und da musste ich auch noch abholen. So, und da musste ich auch noch Marlina später abholen. Da war schon wieder so 3:30. Ja, da hat sie noch ein paar Freunde mitgenommen. Ihre Freunde mitgenommen zu uns zu Hause, haben dann auch ein bisschen mit denen gechillt, so bis, weiß ich, 5 Uhr morgens oder so. Und ich musste dann schon wieder um 10 Uhr arbeiten, das heißt, ich habe schon wieder wenig geschlafen. Ja, und heute ist Super Bowl. Ich werde auch wieder wenig schlafen, wegen Super Bowl heute. Aber ich muss morgen um 1 Uhr erst arbeiten, das heißt, ich muss ausschlafen. Ich kann ausschlafen, auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall ausschlafen. Und muss mir erstmal wieder dran gewöhnen, wieder viel zu schlafen. Weil zurzeit schlafe ich mindestens nur 4 Stunden. Und also ich habe mich daran gewöhnt, mein Körper auch, ich kann das wohl, kann dann genauso viel Power geben wie mit 8 Stunden Schlaf, aber ich glaube, es ist schon besser für die Muskeln, länger schlafen zu gehen, ja. Ja, Mann, so Freunde, ich hoffe, das Video hat euch eingefallen, würde mich immer gerne für Daumen nach oben freuen, schreibt immer ganz viele Kommentare rein, ich werde immer alles beantworten und ich danke euch fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video, peace!